Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Science City aus Jena mit den beiden Trainern Björn Harmsen aus Jena und Ahmet Çakı von Alba. Björn, mach ruhig erstmal dein Statement bitte. Ja, bin natürlich sehr, sehr beeindruckt von dem Charakter meiner Mannschaft, weil wir in den ersten zwei Vierteln keine Chance hatten. Wir sind überhaupt nicht mit der Aggressivität und der physischen Spielweise der Berliner zurechtgekommen. Gar nicht. Wir konnten auch nicht irgendwie dagegenhalten. Und waren dann zur Halbzeit, waren es glaube ich 18 Punkte, ne? Unten. Wir haben gesagt, ja, die einzige Möglichkeit ist halt Schritt für Schritt, ne? Zu sagen, dritte Viertel vielleicht auf 10, das war das Ziel, das haben wir geschafft. Und dann im letzten Viertel haben wir natürlich ein paar sehr erfahrene Jungs mit großem Willen, viel Herz gezeigt. Jeder Spieler hat irgendeinen Beitrag gebracht heute. Alle 11 Spieler haben gespielt. Ich habe den Jungs gesagt, also, ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt von dem, was sie da auf dem Feld gezeigt haben. Das ist natürlich ein unglaublicher Moment für uns als Club, Science City Jena, hier zu gewinnen. Danke, Björn. Ahmet? Hello. I think both half was different game. First quarter and second quarter, we played really good defense and we shared the ball. And with 13 assists, we scored 44 points and we let them just 26 points. I think problem started when we scored just 13 points in third quarter, but still we were controlled the game. In fourth quarter, when we couldn't attack offensively, we started to give them easy points with offensive rebound. They got 10 offensive rebounds, second half in totally 15. And we're a little bit frustrated when we couldn't score. And last 2 minutes, for sure, that kind of experienced team like us, you know, we have to control the game better and offensively. And also, even we couldn't score, we should stay solid defensively and for the control, the rebounding. But we couldn't. We couldn't stay calm there. And that was the problem. They came back. And for me, the last position, the foul, but referees didn't call, okay. But we cannot say that this game, the last moment, you know, before that, we have to finish the game. Before that, last 2 minutes, 3 minutes, even we couldn't score with our controlling the ball and at the same time to doing good job in defensively, we have to finish it. And after a couple loss with EuroCup and also to this last week against Bayern Munich, team was a little bit under pressure. We tried to prepare them, but when the moments come to, you know, they feel we could lose this game. I think it's affect a little bit to our performance. But for sure, this is a bad loss in our home court. To, you know, two in a row by our Munich game and this City Jena team. But we have to continue to work and fight. This is the thing. Thank you, Ahmet. Ihre Fragen dazu bitte. Wenn keiner eine Frage hat, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.